So, ihr Lieben, da wären wir wieder. Ich musste schnell unterbrechen, weil die Zeit davon gelaufen ist. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt der Beweis ist. Die wurde dreimal abgefeuert. Was? Die wurde dreimal abgefeuert, nicht nur zweimal. Ja, dann... Okay, probieren wir es mal. Ich glaube es jetzt zwar nicht, aber was soll's. Oh, dies ist mein Beweis. Die Mordwaffe. Etwas an dieser Pistole hat mich gestört, euer Ehren. Beide Zeugen gestern haben ausgesagt, sie hätten zwei Schüsse gehört. Genau das meine ich. Wow, ich bin so gut, hä? Doch, die Mordwaffe ist dreimal abgefeuert worden. Wann also wurde der letzte Schuss abgefeuert? Erst jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Ah, okay, du hast irgendwas erkannt. Das ist ja schön für dich. Ich habe nichts erkannt, ey. Der dritte Schuss war der Schuss, den Larry vor Mitternacht hörte. Aha. Also praktisch der erste Schuss war das dann. Das würde einen Sinn in die bisher gesehenen Beweise bringen. Genau. Wie auch immer. Nun frage ich mich, was genau in dieser Nacht auf dem See geschehen ist. Das fragen wir uns schon die ganze Zeit hier, Mensch. Ist es wahr? Wurde zu zwei Zeitpunkten geschossen mit 25 Minuten dazwischen. Einmal um 23.50 Uhr, dann 15 Minuten später nach Mitternacht. Aha, warum frage ich sie dann? Warum? Ja, gute Frage, ey. Scheiße. Einen Moment. Schüsse mit 25 Minuten Abstand. Was? Was ist los? Ja, gute Frage. Wie, du hast es? Ich habe nichts hier. Erinnerst du dich an den Fall mit dem Steel Samurai? Nö, ja. Klar. Der Mörder in diesem Fall hatte die gleiche Idee wie der Mörder in dem Fall. Aha, und welche? Was meinst du hier? Ja. Wenn wir das jetzt nicht herausbekommen, werden wir den Schuldspruch nicht abwenden. Was für eine Ahnung hat er denn? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ist das sicher? Ja. Wir haben einen Schuldspruch. Wir haben nichts zu verlieren. Ja, das stimmt. Ja. Sieh mir einfach zu und sag mir, wenn ich etwas sage, das komisch klingt, was geht mit dir, Mann? Okay, mein Ohr juckt. Oh. Euer Ehren. Ja. Die Aussage gerade hat den Fall aufgeklärt. Aha. Wie das? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Sie haben die Wahrheit also endlich eingesehen. Doch, es gibt einen anderen Mörder. Wer? Nein. Ein Mann wurde in der Nacht erschossen, aber nicht von Edgewood. Aha, von wem dann denn? Sie Anfänger, ey, halt die Klappe. zum Zeitpunkt des Mordes war ein Boot auf dem See. Genau. Angeklagte und Opfer befanden sich im Boot. Das stimmt. Ein Schuss wurde abgegeben. Und er fiel in den See. Der Schuss wurde aus einem Meter Abstand abgegeben. Nee, sagt ja auch keiner, dass es Selbstmord war, oder? Warum sollte der in dem anderen Boot sein? Aber das basiert auf der Annahme, das Opfer wäre um 0.15 Uhr erschossen worden. Das stimmt jetzt auch wieder. Was meinen Sie? Wir haben einen fotografischen Beweis für die Schusszeit. Die Schlusszeit. Die Zeitangabe auf dem Foto lautet 0.15 Uhr. Aber Larry hat 25 Minuten zuvor einen Schuss gehört. Da wurde Robert Hammond ermordet. 25 Minuten vor dem Schuss auf dem See. Yeah! Du bist echt ein kluger Kopf. Nur so kann Edgewood unschuldig sein. Genau. Nee, ich bin... Ja, klar bin ich verrückt. Erklären Sie mir, wer da im Boot sitzt. Der... Edgewood und der Mörder. Edgewood und Hammond, oder? Genau. Kann eigentlich nicht falsch sein, ja? Das haben Sie gerade gesagt. Robert Hammond sei... vor dem Schuss im Boot ermordet worden. Ja! Das habe ich gesagt, genau. Ich habe sie nur testen wollen. Hehe. Wie, wir wollten ihn testen. Aha. Ihr Mandant wurde bereits einmal schuldig gesprochen. Ja. Warum? Was? War das falsch? Was etwa das?
Was war es jetzt? Der Mörder und Hammond? Nee, es kann eigentlich nicht sein. Ist doch dasselbe hier, oder? Natürlich waren es Edgewood und der Mörder. Aha. Nachdem der Mörder Robert Hammond um 23.50 Uhr ermordet hatte. Ach so. Verkleidete er sich als Dr. Hammond und traf sich mit Edgewood. Das ist sehr raffiniert. Kompliziert. Edgewood wollte uns nicht sagen, warum er in dieser Nacht zum See ging. In dieser Nacht bestellte Robert Hammond Edgewood zum See. Edgewood kannte Robert Hammonds Gesicht nicht so genau, ja, weil er noch ein Kind war. Und darum ahnte er nichts, als der Mörder Robert Hammonds Platz einnahm. Lächerlich. Ja, sagst du vielleicht. Nennen Sie uns den Namen des Mörders. Der Name des Mörders. Okay, es war... Nee, der war es ja nicht. Lotta war es auch nicht. Ich kenne den Namen des Mörders nicht wirklich. Weil er ihn selbst nicht kennt. Genau. Oder? Ich kenne ihn nicht, weil er ihn uns nie nannte. Genau. Das ist gut. Der Mörder ist der bootsverleierte alte Mann. Genau. Er tötete Robert Hammond. Ja. Wo hat er das geplant? Es waren zu dieser Zeit keine Boote auf dem See. Warum hätte er denn bis auf den See hinausfahren sollen, um jemanden zu erschießen? Dass der tatsächliche Tatort kein Boot war. Hä? Wo fand der Mord statt? Okay. Ja, wohl im Bootsverleihhaus, oder? Hier. Würde ich mal sagen, oder? Ja, genau, wo er lebt. Auf diese Weise konnte er sich ungesehen mit dem Opfer treffen. Das ist genial, oder? Oh Gott. Ein Beweis dafür. Erinnern Sie sich bitte an Larrys Zeugenaussage. Jetzt wird es spannend hier. Echt krass, ey. In der Nacht war er mit einem Boot auf dem See unterwegs und suchte was? Ja, ein bisschen ziellos im Meer gekondelt. Er findet es und bringt das Boot zurück. Dann, gerade als er nach Hause gehen will, hört er einen Schuss. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt Kopfhörerdruck hatte und einen Schuss gehört. Also, klar, mit anderen Worten, der Schuss kam ganz aus seiner Nähe. Ist doch logisch. Und wo wäre das, wenn er gerade das Boot zurückgebracht hätte? Wo wohl? Der Bootsverleih. Exacto Lucci! Um es mal mit Harvey zu sagen, aus Edna bricht aus. Was passierte in dieser Nacht auf dem Gottsee? Das ist gut. Ja, euer Ehren. Bist du dir dieser Sache sicher? Ist eine gute Frage. Nicht wirklich, aber ist egal. wir können es herausbekommen. In dieser Nacht. Nacht in der Dunkelheit bestellte der Bootsverleiher Robert Hammond in seinen Laden. Genau. Tisch. Das war gegen 23.50 Uhr. Da wurde der Schuss dann abgefeuert, den Larry gehört hat. Danach zog der Verwalter Robert Hammonds Mantel an. Genau. Er hat sich verkleidet. Als Robert Hammond. Dann stieg er mit Edgewood ins Boot und fuhr zur Mitte des Sees. Aber wer hat dann im Boot die Pistole abgefeuert? Oder? Der Bootsverleiher. Genau, er schoss zweimal. Beide Schüsse trafen Edgewood absichtlich nicht. Warum soll er zweimal schießen, wenn er gar nicht treffen wollte? Ja, ja, danke, das musst du mir nicht sagen, ja. Oh, der erste Schuss, um einen Zeugen zu haben. Genau. Deswegen, oder? Einen Zeugen zu haben, genau. Der Mörder hebt die Pistole und schießt einmal. Das stellt sicher, dass jeder, der den Schuss hört, zum See schaut. Genau, und das hat ja Frau Hort auch getan. Dann, der Mörder wartete einen Moment und schoss erneut. Dann...
springt der Mörder selbst aus dem Boot, genau. Yeah, wir haben's, Leute, oder? Jemand, der vom Rande des Sees zusieht, muss den Eindruck gewinnen, dass der eine Mann am Boot den anderen erschoss. Das ist so raffiniert, ey. Der Mörder wusste natürlich nicht von der automatischen Kamera, wie denn auch, ne? Darum schoss er zweimal, um Aufmerksamkeit zu erregen. So, meine Freunde, und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und weiß das. Weiß wirklich der Bootsverleiher oder kommt hier noch ein Kniff? Bleibt dabei und adiamos, amigos.